einem Sturm marschiert. Ein junger deutscher Arbeiter. Aufrecht, stolz, Kameraden. Der Nazi-Hymne Die Fahne hoch sind Millionen Deutsche gefolgt. Fasziniert, bis in ihr Verderben. Das Lied war Gegenspieler der Internationale. Der Autor erlebte den Aufstieg seiner Verse nicht. Er starb mit 22 und wurde zum Mythos gemacht. Für die einen war er ein Märtyrer, für die anderen Arbeitermörder und Zuhälter. Das Herz von Berlin. Hier trat der Student Horst Wessel in die Weltgeschichte. 5 Monate war er im Stadtbezirk Berlin-Friedrichshain SA-Führer, bevor er den Tod fand, der zur Legende wurde. Bis Kriegsende trug der Stadtbezirk seinen Namen. Was ist vom Mythos Horst Wessel geblieben? Ach, da war ja eine Hitlerjugend drin zu der Zeit. Ist ein SA-Führer gewesen und soll ermordet worden sein, angeblich. Oh, lassen Sie mich damit zufrieden. Das ist eine leidvolle Vergangenheit. War das ein Hitlerjunge oder was ähnliches? SA-Sturmführer oder weiß ich was. Nachdem wurde dieses Lied benannt, das sogenannte Horst-Wessel-Lied. Ich habe mit solchen Leuten nichts zu tun gehabt. Ich bin katholisch. Der Name ist bekannt und dass der halt irgendwie hochgepusht wurde. Zu einer Mythosfigur, die sicherlich zu der tatsächlichen Geschichte kaum einen sehr viel realeren Bezug hat, als dass eben dieses Pushmittel da benutzt wurde. Ne? Also von den Nazis natürlich, ist klar. Ne? Das, nee, weiß ich nicht. Uns wurde was beigebracht, dass es ein Patriot gewesen sein soll. Aber unterm Strich wurde auch wörtlich gehandelt, das waren ehemaliger Zuhälter. Und das ist, der würde jetzt in diese Gegend drin passen. Diese Gegend war und ist der Schmelztiegel von Berlin. Hier trafen Menschen aus aller Welt aufeinander. Rings um den Alexanderplatz lebt die Ostjuden, die Zuhälter und die Armen. Hier regierte das organisierte Verbrechen. Die sozialen und politischen Gegensätze prallten aufeinander. Es war die Hochburg der Kommunisten. Gefährliches Pflaster, auf das sich Wessel, der Junge aus dem Bürgertum, begibt. Es scheint kein Platz für die nationalsozialistischen und antisemitischen Ideen eines Adolf Hitler. Nur 5 Monate wird sich Wessel hier profilieren. Als begnadeter Redner mit charismatischer Ausstrahlung und als rücksichtsloser SA-Führer. Danach wird die Gegend eine Hochburg der Nationalsozialisten sein. Hier dichtet Wessel jenes Marschlied, das nach der Machtergreifung der Nazis zum zweiten Teil der deutschen Nationalhymne wird. Bei allen offiziellen Anlässen nach dem Deutschlandlied gesungen. Es brennt Wessels Name in die Gehirne ein. Damals als Kind habe ich mich gefürchtet vor diesen SA-Leuten. Und ich lebte auch nicht in einer Familie, wo man daran gefallen fand, im Gegenteil. Aber die waren laut und die waren grob für mich. Waren eben Männer. Waren Männer, ja. Aber das war eben ihr Ideal. Nicht? Und damit ist ja schon ein bisschen was angedeutet, also was auch das Milieu anging, in das er sich hineinbegeben hat. Er war ja keiner aus diesem. Sein Vater war zwar Pfarrer in der St. Nikolaikirche, aber das war ein ganz anderes Milieu, nicht? Ein ganz anderes Elternhaus. Nicht? Ja, er war Abiturient, er war Student, wenn auch ein Verkrachter. Der passte eigentlich da gar nicht rein. Und er war sozusagen in Anführungszeichen ein Intellektueller. Er kommt also in eine Proletengegend rein, die eigentlich andere Probleme hatten. Aber er konnte sie offensichtlich also mit Worten so weit bringen, dass sie eben einsahen, dass der Schandvertrag von Versailles eben ihr Elend war und nicht irgendwas anderes. Horst Wessel gehört zu jener Generation, die aufwächst mit endlosen Erzählungen über den Ersten Weltkrieg. Am Ende wird sie nichts wissen über das Verrecken im Schützengraben, über Gaskrieg und über Trommelfeuer. Nur heroische Bilder werden in ihren Köpfen spuken, von Kameradschaft und einem Heldentod fürs Vaterland. Im Hause Wessel ist diese patriotische Stimmung pausenlos präsent. Wessels Vater, selbstloser protestantischer Pflichtmensch, war nicht nur Kriegsfreiwilliger, sondern auch oberster deutscher Heeresgeistlicher. Berühmt für seine glühenden vaterländischen Reden. Nach dem Krieg wird ein Buch mit seinen Frontpredigten zum Brevier der Deutschnationalen. Nun hat unser Volk wieder Helden. Sie sind das heilende Eisen in sein Blut.
Ihre Größe strahlt auch aus all den schneeverwehten Gräbern empor. Ich denke, der Revanche-Gedanke im Felde unbesiegt. Der Gedanke, wir müssen die Schmach, die müssen wir ausgleichen. Das ist ja etwas gewesen, womit Hitler groß geworden ist, was ihm genützt hat. Das waren die Stufen, die ausgebaut waren, um ihn dann auch zum 30. Januar zu führen und zu seinen Erfolgen und Triumphen danach. Und Horst Wessel ist einer von diesen Jugendlichen gewesen, die sich davon haben tief beeinflussen lassen. Horst Wessel wird am 9. Oktober 1907 in Bielefeld geboren. Beide Eltern stammen aus Pfarrersfamilien. Horst ist das älteste Kind der Wessels. Als er 7 wird, geht die Familie nach Berlin. Die Erziehung im Hause ist deutsch-national. Militärisches wird hochgehalten. Zu den Kinderversen, die der kleine Horst lernt, gehören Reime wie: Der Kampf tobt wild am Felsgestein, bald wird die Stellung unser sein, weit werft die Handgranaten ein, jeder Wurf bringt Schaden. Mit Kriegsbeginn gehört Generalfeldmarschall Hindenburg zum Freundeskreis der Familie. Er wird verehrt und ist für den Heranwachsenden ein großes Vorbild. Die Geschichten über heroische Schlachten wird Horst Wessel nie vergessen. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Über allem aber steht nur ein Mann, der Kaiser. Als Wessel 12 wird, geht seine Kinderwelt unter. Um das Haus in der Berliner Jüdenstraße tobt das Chaos. Die Novemberrevolution ist ausgebrochen. Arbeiter- und Soldatenräte übernehmen die Macht. Der Kaiser ist geflohen. In der Familie herrscht blankes Entsetzen. Und obwohl die SPD mit Hilfe des Militärs wieder Ruhe schafft, sitzt der Schock tief. Die Wessels hassen die neue Weimarer Republik. Für sie ist sie Symbol der deutschen Niederlage. Der Vater, der schwer verwundet aus dem Krieg heimgekehrt ist, sieht alle seine Ideale verraten. Er predigt noch einige Jahre an Berlins wichtigster Kirche. Es ist die von St. Nikolai, gleich hinter dem Berliner Stadtschloss. Seinen Kindern impft Vater Wessel die Idee vom unbesiegten Deutschland ein, das nur verraten worden sei. Von republikanischen Sozialdemokraten und den Juden. Man muss tatsächlich Wessel im Zusammenhang mit seinem Vater sehen, der wirklich ein berühmter Prediger in Berlin war. Und diese Gabe des Predigens hat Wessel, also Wessel Junior, entweder von seinem Vater ererbt oder erlernt. Und man kann ihn, würde ich mal sagen, betrachten als eine Art nationalsozialistischen Wanderprediger. Die Internationale. Da ist der Kampf. Nicht hier bei uns, mit Kommando und Fechtreden. Der wirkliche Kampf ist da. Da draußen marschiert der Feind. Ich sage dir, Leibusch, da geht's um ganz Deutschland da unten. Auf der Straße. Als Wessel gerade 15 Jahre alt ist, stirbt sein Vater an den Folgen seiner Kriegsverletzungen. Von nun an wird sich der Halbwüchsige dem Toten beweisen wollen, ohne je die Anerkennung seines Vaters finden zu können. Lange sucht er, bis er auf jene Ideologie stößt, in der er sich bewähren will. 1926 tritt der Jurastudent gleichzeitig in die NSDAP und in deren paramilitärische Sturmabteilung, die SA, ein. Sein politisches Erwachen nennt der 18-Jährige diesen Schritt in seinem Tagebuch. Während andere junge SA-Leute meist soziale Geborgenheit suchen, träumt er von Heldentaten für ein neues Großdeutschland. Und von einem starken Führer. Vielleicht für Wessel ein Vaterersatz. Die SA oder Wessel konnte anbieten eine schöne Uniform, warmes Essen und an vielleicht auch Arbeit oder eine gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Da müsste man vielleicht noch in Einzelheiten gehen, aber für Leute, die lange arbeitslos sind und sehen, ach, die, von den 5, kennst du ja 3, die waren ja früher auch hier deine Nebenmänner, und die sagen, ach Mensch, komm doch zu uns. Das Berlin der späten 20er Jahre ist ein Hexenkessel der sozialen Gegensätze. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer weiter. Die wirtschaftliche Not in Deutschland immer größer.
Selbst ein gut ausgebildeter Facharbeiter verdient gerade 60 Pfennige in der Stunde. Die Arbeitslosenzahlen steigen unaufhörlich. Doch per Gesetz wird die Arbeitszeit bis auf 10 Stunden täglich angehoben. So steigt Deutschland wieder zur stärksten Industriemacht Europas auf. Auf dem Rücken der Kleinbürger, Handwerker und der sozial Schwächsten. Der ideale Nährboden für obskure Heilsbringer und für Extremisten. Die Auseinandersetzungen zwischen den radikalen Parteien werden Ende der 20er Jahre immer verbitterter. Dabei stehen auf beiden Seiten der Barrikaden meistens Jugendliche aus den Arbeiterbezirken. Manchmal aber wechseln sie auch die Fronten. Verbot Frontkämpferbund zur SA, hin und wieder auch umgekehrt. Die politischen Aussagen der Parteien und Splittergruppen sind meist verwaschen. Alle versprechen sie Arbeit und Brot, malen eine rosige Zukunft an den Horizont, von einem gesunden Deutschland. Und sie zeigen die angeblich Schuldigen an der Misere. Sind es für die Linken die Reichen, die Besitzer des Kapitals, entdecken die Rechtsradikalen noch einen neuen Feind und Sündenbock, das sogenannte internationale Finanzjudentum. Und natürlich den jeweils politisch Andersdenkenden. Oft gehen die Risse durch Familien. Zunächst nicht nur der Riss, sondern auch die unterschwellige Verbundenheit. Es gab Beziehungen zwischen den sogenannten Elitetruppen auf der rechten und der linken, ohne dass ich deshalb der Theorie Rot-Gleich-Braun zustimme. Aber es gab Entsprechung in der gemeinsamen Frontwendung gegen den Bürger. Man schlug sich links und rechts. Der Bürger schlug sich angeblich nicht. Und das ist das zutiefst Fatale in Weimar gewesen. Der Begriff des Bürgers als ein mit emphatischer Bedeutung zu versehender Begriff, nicht als Bourgeois, sondern als Citoyen, als Bürger, der eintritt für die Freiheit jedes Einzelnen, ein Bürger, der die Erklärung der Französischen Revolution nicht nur formal, sondern auch materiell verwirklichen möchte. Drei Tage nur. Diesen Typ des Bürgers hasst auch Wessel. Kameraden, es darf keine Straßen mehr in Berlin geben, in der nicht unsere Plakate kleben, in die nicht unsere Flugblätter fliegen, in der nicht unsere Sprechchöre dem Säumigen in die Ohren trompeten. Kameraden, ich weiß, dass das schwere Tage sind, aber es Armen erkennen keine Ruhe, wenn es gilt, unsere Bewegung vorwärts zu tragen. Stillstand! Unserem Führer Adolf Hitler und unserem Dr. Goebbels ein dreifaches Ein! 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 Horst Wessel war ein gewaltbereiter Mann. Das hat natürlich auch Eindruck gemacht. Ich denke, seine Bereitschaft, seine Fähigkeit, sich selbst einzubringen, physisch einzubringen, was auf die Menschen damals auch ein großer Eindruck gemacht hat. In seinem Tagebuch notiert Wessel: Die Reaktion beschimpft uns als Nationalbolschewiken, Radau-Antisemiten, Faschistenhunde, Hakenkreuzbanditen. Vor allem die Polizei hatte uns im Magen. Nachdem wir in Cottbus 6 Schutzleute krankenhausreif geschlagen und in Pasewalk einen zusammengeschossen und mehrere verwundet hatten, wurde die Polizei gegen uns mobil gemacht. Nach dem Gefecht von Pasewalk erlebte ich diesen Prüfstein des Nationalsozialisten selbst zum ersten Male. Später noch öfter. Er war der Typ, blond und entsprechende Herkunft und hat in sehr kurzer Zeit aus ein paar SA-Leuten einen ansehnlichen Strom gemacht, mit was weiß ich, 40, 50 Mitgliedern. Und dann hatte er eine Schalmeienkapelle, was der SA eigentlich verboten war, weil das die Musik der Kommunisten gewesen ist. Aber er durfte und er zog nun mit seiner Schalmeienkapelle durch die Kommunistenviertel in der Nähe vom Alexanderplatz. Und schon, es dauerte nicht lange, da waren dann auch kommunistische Bläser als SA-Männer in seiner Musikkapelle. Nicht? Da muss man sich auch vorstellen, wie das wirkt auf die Umgebung, auf die Leute am Straßenrand. Wessels Idee, wie die Roten eine Schalmeienkapelle aufzubauen, wird zum grandiosen Erfolg. Wenn er durch die roten Arbeitergegenden in Mitte und Friedrichshain marschiert, erregt er Aufsehen.
Er provoziert Krawalle mit Kommunisten, Reichsbanner und Polizisten. Zum ersten Mal fällt er Goebbels auf, Hitlers Stellvertreter in Berlin. Die Einsätze als Ordner bei Wahlveranstaltungen und die Saalschlachten genießt Wessel als kriegerische Ersatzerlebnisse. Für Verdun war er zu jung. Immer noch glaubt er, etwas verpasst zu haben, sich beweisen zu müssen. Bei aller Gewalt, was ihn treibt, ist nicht blinde Zerstörungswut, sondern ein fanatischer Glaube an eine Idee. Er meint, dem untergegangenen Deutschland seines Vaters und seiner Kindheit etwas schuldig geblieben zu sein. Sagt ein Kerl, Sie sollen die Knochen zusammenreißen. Jetzt weht ein anderer Wind. Jawohl, Truppführer. Wie stark ist der Trupp? 12 Mann, Truppführer. Er macht nichts. In ein paar Wochen sind wir 100. Verlass dich drauf. 100 Mann? In 3 Wochen? Am Friedrichshain? So geht das nicht weiter mit diesem Hans Westmark. Suchen Sie sich eine andere Jägerin für Ihren Sturm. Berlin ist und bleibt rot. Nicht mehr lange. Wer uns hier stört, der muss weg. So oder so. Muss er? Er muss. In der Realität ist Horst Wessel zu dieser Zeit noch eine lokale Berliner Größe. Trotzdem tauchen Flugblätter auf, die ihn als Arbeitermörder angreifen. Solche Handzettel sind damals politischer Alltag. Man muss sie nicht überbewerten. Eigentlich wird es so nur ein bisschen bekannter. Aber Wessel agiert auf einem besonderen Pflaster von Berlin. Im alten Scheunenviertel hat nicht nur die KPD ihre Parteizentrale. Hier ist auch das Territorium des organisierten Verbrechens. In den Hinterzimmern der Kneipen treffen sich Geldschrankknacker, Taschendiebe, Geldfälscher. Entsprechend hoch ist auch die Gewaltbereitschaft. Fast keiner, der hier seine kriminellen oder politischen Geschäfte betreibt, geht ohne Waffe aus dem Haus. Schwerverletzte und Tote gehören zum Alltag. Und immer seltener kann man unterscheiden, ob sie Opfer eines Raubüberfalls oder eines politischen Anschlags wurden. Wessel aber begibt sich immer tiefer in dieses Milieu. Er zieht als Agitator durch Kommunistenkneipen und gewinnt durch seine rednerische Begabung neue Anhänger für seinen SA-Sturm. An einem dieser Abende lernt er ein Mädchen kennen, die Prostituierte Erna Jänichen. Er verliebt sich in sie, will sie retten. Inzwischen hat er sein Studium aufgegeben und arbeitet als Taxifahrer. Erna wird die offizielle Verlobte Wessels. So wird sie zur Ursache für den frühen Tod des SA-Sturmführers. Er hatte dieses Mädchen, diese Erna, da als Prostituierte kennengelernt am Alexanderplatz, wo er auch verkehrte. Und das entsprach eigentlich seiner, man kann ihn einen Missionar nennen, nicht? Der also Leute bekehren wollte zum Nationalsozialismus. Und da war eben dieses Mädchen auch recht, aus dem Milieu rausholen, sich mit ihr verloben. Sie zog in sein Zimmer, das war ja dann der Anlass für die Katastrophe, die da entstand. Ausgelöst wurde das Ganze, die Tat, durch das Hilfeersuchen der Vermieterin von Wessel an die politischen Freunde ihres verstorbenen Mannes. Ihr Mann war KPD-Mitglied. Wessel wohnte ja seinerzeit 1929 zur Untermiete bei einer 28-jährigen Frau, das war Frau Salm, in der großen Frankfurter Straße 62. Er ist im Oktober dort eingezogen und bezahlte gleich für einige Monate vorab, bis zum Sommer 1930 nämlich, die Miete in bar, 200 Reichsmark. Das war damals relativ viel Geld. Frau Salm verzog daraufhin in das Rheinland und Horst Wessel nahm, da er alleine die Wohnung bewohnte jetzt, seine Verlobte Erna Jänichen mit auf. Frau Salm musste aber nach Berlin zurückkehren,
da die Gefahr bestand, wenn sie nicht ständig in Berlin leben würde, dass sie ihre Wohnung verlieren würde. Wahrscheinlich unterlag die Wohnung damals noch der Zwangsbewirtschaftung. Nun kam es zwischen beiden Frauen, Frau Salm war 28, die Verlobten Anfang 20, zu ständigen Reibereien. Man benutzte die gemeinsame Küche und so weiter. Und Wessel selbst trat natürlich recht rüde der Vermieterin gegenüber auf. Er unterstützte seine Verlobte und so kam es zu Streitigkeiten. Die Polizei konnte nicht helfen oder wollte es nicht. Sie ging ja zuerst zur Polizei, meldete die Verlobte ab. Ihr wurde bedeutet, in ihrer Wohnung sind sie selbst Schutzmann. Da ist es leicht nachzuvollziehen, dass sich die Frau fragte, wer kann mir noch helfen. Sie wandte sich also an die ehemaligen politischen Freunde ihres Mannes. Und die waren zuerst alles andere als begeistert. Sie waren unwillig. Sie sagten nämlich, dieser Privatstreit interessiert uns nicht. Erst als sie sagte, ja, aber das ist doch dieser Horst Wessel, dieser Nazi, dieser Sturmführer, da fiel das Wort oder der Satz, ach, das ist der langgesuchte Wessel. Erst jetzt war man bereit, etwas gegen ihn zu unternehmen. Die Leute haben Alkohol im Bauch und Wut. Eine Stunde vorher hat in der Nähe ein SA-Mann einen Rotfrontkämpfer angeschossen. Nun wollen sie Wessel eine proletarische Abreibung verpassen. Das heißt, ihn krankenhausreif prügeln. Eine Pistole ist wie immer dabei, aber noch will keiner von ihnen Wessel ans Leben. Das Wetter ist unangenehm feucht und so wählt man wohl die Passage durch die Fußgängertunnel unter dem Alexanderplatz. Dann gehen die Verschwörer, die nicht ahnen, dass sie gleich deutsche Geschichte schreiben werden, die Frankfurter Straße hinunter. Die heißt heute Karl-Marx-Allee. Und irgendwo hier stand das Haus, in der Horst Wessel und seine Freundin Erna Jänichen lebten. Ein paar Leute stehen draußen Schmiere. Vier Männer gehen ins Haus. Allen voran einer mit einer Pistole. Die hat er durchgeladen und wahrscheinlich auch entsichert. Dann verliert er die Nerven. Und darum bleibe ich. Und aus meinen 100 Mann müssen 1000 werden und 10.000. Und jeder wird für Hitler. Jeder wird für die Freiheit. Da wird ganz Deutschland kommen. Da kommt der Tag. Ja, ja, Kameraden, komm schon. Die Täter fliehen. Die Kugel hat Wessel den Oberkiefer zerschmettert, drei Viertel der Zunge und das Gaumenzäpfchen weggerissen. Geschussreste stecken in der Halswirbelsäule. Anna Jänichen holt Hilfe, Wessels SA-Freunde und einen Arzt aus der Nachbarschaft. Den schicken die SA-Leute weg, denn er ist Jude. So kommt Hilfe zu spät. 5 Wochen liegt Wessel im Krankenhaus Friedrichshain. Eiter und zersetztes Gewebe infizieren schließlich auch die Halsschlagader. In der Morgendämmerung des 23. Februar 1930 stirbt der 22-jährige Horst Ludwig Wessel. Auch seine dünne Polizeiakte wird geschlossen. Der letzte Eintrag lautet lapidar, verstorben an den Folgen einer Schussverletzung. An diesem Februarmorgen ist das kurze Leben des Hans Ludwig Wessel zu Ende. Verfehlt, vertan, vergeudet. Aber vom Augenblick seines Todes an wird der Sturmführer sowohl in eine Gloriole der Verklärung getaucht, als auch verteufelt. Die Ideologien bemächtigen sich seiner. Die einen nennen ihn Zuhälter, die anderen Märtyrer für ein neues Deutschland. Der Prozess gegen die Täter beginnt auf den Tag genau 7 Monate nach Wessels Tod vor dem Landgericht Berlin-Moabit. Die Eröffnung wird zur Sensation. Denn verteidigt werden die Angeklagten von Berlins besten Anwälten. Die bezahlt die KPD. Es sind Staranwalt Alfred Apfel, aber auch die junge, hochbegabte Hilde Benjamin. Später wird sie in der DDR durch willkürliche Todesurteile gegen SED-Gegner als Bluthilde berüchtigt. In Moabit aber fällt sie dadurch auf, dass sie nicht die Interessen der Angeklagten vertritt, sondern versucht, jegliche Verbindungen der Täter mit der kommunistischen Partei zu verwischen.
Schon im Vorfeld hat die KP-Zeitung Rote Fahne das Gerücht gestreut, der Tod Wessels wäre ein Streit unter Zuhältern gewesen. Gleichzeitig aber hat die Parteizentrale von Anfang an versucht, massiven Einfluss auf Zeugen und Tatbeteiligte zu nehmen. Das Rollkommando, alles Mitglieder des kommunistischen Rotfrontkämpferbundes, erhält falsche Papiere. Die Anführer der spontanen Aktion und der Schütze werden in konspirativen Wohnungen in Sicherheit gebracht, unter anderem bei einem reichen Gönner der kommunistischen Partei. Schließlich schleust man die beiden Haupttäter nach Prag. Ihr Pech, der Kurier betrügt sie um ihr Bewegungsgeld. Einige Zeit können sie sich über Wasser halten, dann kehren sie resigniert zurück und werden verhaftet. Längst hatte die Polizei den mutmaßlichen Schützen zur Fahndung ausgeschrieben. Er ist ein arbeitsloser Tischler und Seemann, dazu ein vorbestrafter Zuchthäusler, Albrecht Höhler, genannt Ali. Der verlässt sich nun nicht mehr auf die Hilfe aus dem Liebknechthaus und gesteht die Tat. So kann das Gericht Umstände und Hintergründe des Verbrechens ziemlich genau rekonstruieren. Die Kommunisten, die KPD, versuchte eine Verbindung zu den Tätern, die den Überfall auf Wessel durchführten, zu vermeiden. Unter anderem deshalb, weil der Haupttäter ein 16-fach vorbestrafter Krimineller war, unter anderem wegen Zuhälterei vorbestraft. Da wollte man natürlich keine Verbindung aufkommen lassen, leicht nachzuvollziehen. Aber durch Ali Höhlers Geständnis wird klar, die Verbindung zur KPD existiert. Der Zuchthäusler und Berufsverbrecher ist Kassierer und stellvertretender Bereitschaftsführer der 3. Rotfrontkämpfersturmabteilung Mitte mit Sitz im Vereinslokal Eggegormann und Mulakstraße. Interessant ist die Vorgeschichte dieser 3. Sturmabteilung. Höhler war Mitglied des Ringvereins Immertreu. Ring-, Spar- oder Lotterievereine sind damals die Tarnorganisationen der Berliner Kriminellen. Ihre Mafia-ähnlichen Abteilungen tragen so poetische Namen wie Atlantik, Sportclub Deutsche Kraft, Geselligkeitsverein Treue Freunde oder eben Ringverein Immertreu. Als Immertreu unter Polizeibeobachtung gerät, sucht man sich eine neue Tarnung. Die Ganoven treten geschlossen in den Rotfrontkämpferbund ein. Es kann leicht nachvollzogen werden, dass die Täter, es waren ja etwa 12 Personen, glaubten, im Interesse der KPD zu handeln. Sie waren alle eingeschriebene KPD-Mitglieder, Mitglieder des damals verbotenen Rotfrontkämpferbundes, der aber natürlich dennoch existierte in Form von Sturmabteilungen und nach seinem Verbot 1929 umstrukturiert wurde. Die Täter hofften also im Sinne der KPD zu handeln und wollten Wessel, das ergaben die Gerichtsprotokolle der Verhandlung von 1930, eine sogenannte proletarische Abreibung verpassen. Aus der proletarischen Abreibung aber wurde der Todesschuss. Die Nazis unterstellen nun eine gezielte Mordaktion. Die KP wiederum versucht jetzt, Ali als Polizeispitzel hinzustellen. Das Gericht aber wertet die Aktion als gemeinschaftlichen Totschlag. Die beiden Haupttäter erhalten 6 Jahre und einen Monat Zuchthaus. Die Witwe Salm als Anstifterin muss für 1,5 Jahre hinter Gitter. Damit könnte die Geschichte des Horst Ludwig Wessel eigentlich endgültig zu den Akten gelegt werden. 3 Jahre später aber kommen die Nazis an die Macht. In einem Schauprozess rollen sie den Fall Wessel noch einmal auf und verurteilen selbst Mitläufer zum Tode. Auch alle anderen Beteiligten werden in den nächsten Jahren ermordet. Noch sind die Nazis bei den meisten Bürgern unbeliebt. Sie gelten als Rabauken. Die Nazis brauchen dringend einen Helden aus gutem Hause. Der Tod Wessels kommt ihnen recht. Goebbels entdeckt den Leichnam für seine Ziele. So wird Wessel der berühmteste Held und Märtyrer der Bewegung. Deutschland. Zur nationalsozialistischen Legendenbildung gehören auch grobe Fälschungen. Ursprünglich plante Goebbels einen triumphalen Beerdigungszug durch Berlin. Aus Sorge vor Konfrontation untersagte die Polizei einen Marsch mit Fahnen und Uniformen und begleitete darum den Zug zum Friedhof. Es gab schaulustige Nazi-Mitglieder und ein paar KP-Sympathisanten. Die störten den Trauerzug durch Pfiffe und Sprechchöre. Auf dem Friedhof wartete alles, was bei der SA Rang und Namen hatte. Nur Hitler war nicht gekommen, zu Goebbels Ärger.
Der Führer wollte sich mit dem undurchsichtigen Fall Wessel noch nicht in Verbindung bringen lassen. Später ließ er keine Gelegenheit aus, sich auf dem Nikolai-Friedhof zu zeigen. Hier noch einmal dieselben Aufnahmen, besser beinahe dieselben. Nach 1933 schnitten die Nazis Spielfilmausschnitte in das Dokumentarmaterial ein. Das sollte die Legende stützen, die Kommunisten hätten den Trauerzug überfallen, Kränze heruntergerissen und versucht, den Leichnam zu entführen. Die Aufnahmen vom sommerlichen Polizeieinsatz, die Beerdigung fand an einem kalten Märztag statt, stammen aus dem Spielfilm Hans Westmar. In Wahrheit ging die Beerdigung friedlich vonstatten. Goebbels konnte ungestört seine Totenrede halten. Die perfektionierte er von Jahr zu Jahr. Vor einem Sturm marschiert ein junger deutscher Arbeiter, aufrecht, stolz, der Kamerad seiner Kameraden und der Führer seiner Gefolgschaft, wie all die anderen, die Hunderttausende, geht er vorbei. Wessels Grab wird über die Jahre zum Wallfahrtsort von Naziführern. Längst sind Straßenschläger der SA wohl situierte Funktionäre mit Schmerbauch. Aber jeder möchte sich damit schmücken, den eigentlich unbekannten SA-Mann einst gut gekannt zu haben. Das angebliche Vorbild der Jugend. Und noch etwas Seltsames ist geschehen. Ein eher unbekanntes Lied, das Horst Wessel einst als Marschlied für seinen Sturm gedichtet hat, wird zum Lied der Nazi-Bewegung ernannt. Die Anti-Nazi-Front war auf dem Schulhof im Vormarsch und drückte die Nazi-Front, die übrigens also immer in der Minderheit war, immer weiter zurück bis an die Schulwand, an die Wand dieses großen rotsteinernen Gebäudes. Und dort, es gab auch Schlägereien, das war brachial, das ist mit Gewalt ausgetragen worden, es gab gebrochene Nasenbeine und so etwas. Und hier an diesem Tag, ich glaube, es war im Sommer 1931, vor den großen Ferien, waren die so in die Ecke gedrängt, dass sich alle fragten, was passiert nun? Und da stand einer von diesen Knaben, Nazis, ich mache denen heute keinen Vorwurf mehr, also wenn ich so spreche, die waren ja, wie alt waren wir, 7 oder 8 Jahre alt, der stellte sich plötzlich hin und schmetterte da, die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen. Sein Nazi-Lied. Und das ist in meiner Erinnerung wie eine gestochene Momentaufnahme. Das habe ich nie vergessen. Die Fahne hoch, die Reihen nicht geschlossen. Es Pikanterweise hat Wessel dieses Lied mit der ungeheuren suggestiven Wirkung auf die Melodie eines jüdischen Opernkomponisten gedichtet. Ein Lied, das wieder polarisiert und das unverbesserlichen Rechtsradikalen schon wieder dazu dient, das Fußvolk zu begeistern. Marschieren im Geist in unseren Reihen mit unserer nationalsozialistischen Bewegung in der deutschen Zukunft ein dreifaches Sieg. Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Von Anfang an wurde der Name Horst Wessel gnadenlos benutzt. Ein Dreifach! Sieg! Heil! Sieg! Sieg! Ein Schwesternschiff der Gorch Fock wird nach ihm benannt. Ein Berliner Stadtbezirk. Das Krankenhaus, in dem er starb. Straßen, Denkmäler werden errichtet. Nicht nur seine Schwester vermarktet ihre Memoiren, plant sogar die Produktion einer Horst Wessel-Spieluhr. Unüberschaubar ist auch die Flut der Erinnerungsheftchen, Traktate, Hör- und Laienspiele. Aber auch ein berühmter Autor jener Zeit, Hans-Heinz Evers, Verfasser des Bestsellers Alraune, schrieb schon 1932 den ersten Horst-Wessel-Roman.
Der weltanschaulich experimentierende Evers war dem Möchtegern-Künstler Hitler begegnet. Der hatte ihn animiert, das Buch zu schreiben. Obwohl Evers Horst Wessel verherrlicht und die politischen Parolen der Nazis pur übernimmt, war den NS-Ideologen der Roman immer noch zu realistisch, daher dem Mythos schädlich. In den Wirren der Machtergreifung konnte trotzdem ein Spielfilm nach Evers Vorlage gedreht werden. Doch der wird verboten, umgeschnitten, neu synchronisiert und dann in Hans Westmar umbenannt. Eine Reminiszenz am Rande. Auch Evers spielt im Film mit. In einer ähnlichen Szene hatte einst der Student Wessel als Komparse mitgewirkt. Ebenfalls in einem Film von Hans-Heinz Evers. Einem Meilenstein der Filmgeschichte. Der Student von Prag. Eine Hauptrolle in diesem Film spielte neben Konrad Veit der schillernde Paul Wegener. Er spielte seine Lieblingsrolle, den Teufel und Verführer. Damit konnte er auch im Westmar-Film glänzen. Diesmal als Funktionär aus der Berliner KPD-Zentrale und Wessels Gegenspieler mit dämonisch-osteuropäischer Ausstrahlung. Dieser Hans Westmar sprach heute sein Todesurteil. Der Horst-Wessel-Film ist damals unter ziemlichem Aufwand an Originalschauplätzen gedreht worden, unter anderem im Scheunenviertel, wie man das hier im Hintergrund sieht, und auch in Wedding. Und das war auch das Besondere an dem Film, dass teilweise eben auch Kameraden von Wessel mitgespielt haben und ganze SA-Stürme da im Film auftraten. Das Kurioseste an allem ist, dass in dem Horst-Wessel-Film also sogar Juden mitgespielt haben, was später dann also sehr negativ in den Zeitungen, damals in den Nazi-Zeitungen natürlich gebracht wurde. Doch nicht das führte schließlich zum Verbot des Films. Auch die grob veränderte Hans-Westmann-Fassung war den Nazis nicht eindeutig und die Kommunisten immer noch nicht böse genug. Dieser Wismar nimmt euch die Wähler straßenweise weg! Ja! Wenn ihr so weitermacht, haben wir das nächste Mal noch viel weniger. Dieser Hans Westmar sprach heute sein Todesurteil. Westmar ist wieder da. Was? Westmar! Westmar? Aber nur für eine Stunde. Kinder! Los, lange Speck. Wie viel sind wir? Fünf. Mehr als genug. Ohne Klick aus der Mulagstraße. Westmar? Westen Detten schon wieder? Mensch, den kennst du nicht? Den kennt doch ganz Berlin. Mensch, wo ich gestern erst aus Ferien gekommen bin. Wie lange hast du denn hier schon? 2 Jahre. Du kommst schon los. Völker her, die sind lang. Erst 50 Jahre später entstanden wieder ein Wessel-Roman und ein Film. Diesmal in der DDR. Natürlich aus Sicht der Kommunisten. Fritz Sein. Was will denn die bei uns? Die Witwe soll zum Pfaffen gehen. Sie bittet um Hilfe. Der Wessel wohnt bei ihr. Der Wessel? Genossen, das ist unsere Stunde. Den nehmen wir uns vor für Carmelo. Dann wird mir wohler. Das ist blanker Anarchismus. Anarchismus? Selbsthilfe. Und zwar so. Mensch, auf eine Klopperei warten die Wessel-Leute doch bloß. Wir können unsere Grundsätze nicht aufgeben. Hier wird Ali, der Mörder Wessels, zum Einzeltäter gemacht, der nichts mit den Kommunisten zu tun hat. Der Zuhälter Ali bringt, auch eine glatte Geschichtslüge, Wessel um, weil der ihm angeblich Erna ausgespannt hat. Es ist natürlich eine Vereinfachung. Ja, natürlich. Also wir waren ja auch Klischees aufgesessen. Natürlich. Und wir haben natürlich auch geschönt und auf eine andere Weise geglättet. Also das stimmt schon, der Eindruck, den Sie haben, den Film lange nicht gesehen, ja. Und vielleicht würden wir einen Schreck kriegen jetzt und würden sagen, ach, um Gottes Willen. Ja, aber es war etwas vereinfacht. Ihr habt einen neuen Macker. Die Autoren setzten die Geschichtsklitterung der Kommunisten aus den 30er Jahren fort und suggerieren, Wessel sei Ernas Zuhälter gewesen. Warum haben die Schriftsteller wissentlich Tatsachen verfälscht? Horst Wessel, Kimmelgriff? Der Oberhäuptling von Sturm 5. Was denn? Und für den läuft die Erna nur? Das war die berühmte Hemmschwelle. Auch bei Vera und bei mir.
Können wir das sagen? Hm. Wer benutzt es dann? So, idiotisch, das, aber es war so. Ja. Und das war, war auch eines das Schicksal vieler Genossen. Also mir hat meine Partei Unrecht getan, ich sag's aber nicht. So ist es. Ja? Das nutzt der Gegner nur aus. Hm. Und das ist tödlich. Und das war in einem drin. Und das war eben, bei mir war das seit Kindesbeinen drin, dass man bestimmte Sachen hat man nicht zu sagen, sondern nur unter Genossen und ganz leise. Wessel war im Nachkriegsdeutschland in Ost und West ein Tabuthema. Die Grabstelle wird dem Erdboden gleichgemacht. Nur weil Wessels Vater Pfarrer von St. Nikolai war, belegen die DDR-Behörden das Familiengrab nicht neu. Wessel aber verschwindet genauso schnell und seltsam aus den Köpfen der Menschen, wie er in sie hineingeraten ist. Nur die erfundene Zuhältergeschichte hat sich gehalten. Es gab ja keine wirkliche geschichtliche Auseinandersetzung mit ihm. Er war ja keine historische Figur, sondern er ist früh gestorben und ist dann zum Märtyrer hochgespielt worden. Und es ist ja von Goebbels darauf geachtet worden, dass nicht zu viele Details aus seinem Leben bekannt werden, damit das Märtyrerbild nicht von konkreten Details angekratzt wird. Und wenn das System weg ist und der Märtyrer weg ist, dann ist er weg. Dann ist für solche Legendengestalt wenig Interesse. Und dann braucht es vermutlich auch einen gewissen historischen Abstand, um sich nochmal unvoreingenommen anhand der Akten und der wenigen Zeitzeugen, die es noch gibt, dem Gegenstand neu zu nähern. Aber ohne eine gewisse Befangenheit wird man sich der Person Horst Wessels wahrscheinlich nie nähern können. Zu sehr verbindet sich sein Lied mit der schlimmsten Epoche deutscher Geschichte.